Champions League, vierter Spieltag, die gleichen Spiele wie am dritten. Und jetzt geht's los. Mit Dortmund gegen Brügge und Paris versus Leipzig, da sind unsere beiden deutschen Hoffnungen dabei. Genau, und wir haben hoffentlich jetzt genug Informationen in den ersten drei Spieltagen gesammelt, um hier jetzt zu nailen, was die Tipps hergeben. Und es geht los gleich mit einer super Partie zwischen Krasnodar und Sevilla, das meine ich ganz ernst. Immerhin hat Krasnodar hier in Sevilla 2:0 geführt und dann nach der Pause hat Sevilla das Ganze komplett auf den Kopf gedreht und noch 3:2 gewonnen. Und das mit einer Person weniger auf dem Feld. Sie haben sich ja noch eine rote Karte abgeholt. Da ist ja wirklich einiges passiert bei dem Spiel. Du sagst es zu Recht, die Hinrunde ist vorbei, die ersten drei Spiele. Das heißt, man hat jetzt ein besseres Gefühl. Aber die Länderspielpause ist gefährlich. Deshalb muss man auch ein bisschen Vorsicht walten lassen. Bei diesem Duell spielen zwei Teams dabei, deren Weg relativ klar ist. Sevilla wird genauso wie Chelsea in der K.O.-Runde vertreten sein. Krasnodar gegen Stade Rennes, da geht es ein bisschen darum, wer Euroleague spielen darf. Und ich kann mir vorstellen, dass Krasnodar jetzt auch nicht unbedingt glaubt, dass sie dieses Spiel gewinnen werden, sondern vielleicht sogar einfach versuchen, defensiv ranzugehen. Vielleicht holt man einen Punkt, vielleicht verliert man knapp. Das ist so der Best Case für FKK. Und deshalb denke ich, dass Sevilla schon gewinnt und man kann es sich trauen, für die 1-7 diese Favoritenquote anzuspielen. Finde ich auch sehr gut, vor allem weil diese Quote erstens hoch genug ist mit 1,7 auf Sevilla, weil Sevilla mit einem Mann weniger so ein Spiel noch komplett gedreht hat und weil die grundsätzlich einfach die bessere Mannschaft sind und deswegen wird es nicht nochmal so eng werden wie im Hinspiel gegen Krasnodar. Und diese 1,7er-Quote auf Sevilla ist eingeloggt. Ja, haben wir gute Erfahrungen mit, wenn wir beim ersten Spiel eine Wette platzieren. Champions League aber eine ganz andere Sache. Stade Rennes gegen FC Chelsea. Hier haben wir auch der zweite David gegen Goliath-Vergleich in dieser Gruppe. Rennes hat ja nur den einen Punkt gegen Krasnodar geholt im Hinspiel. Das war eine jämmerlich, kümmerlich schwache Leistung gegen Chelsea. Die sind auch noch ohne Gegentor. Und vieles spricht auch in diesem Spiel, dass Chelsea Rennes keinen Stich gibt. Also ich sehe hier persönlich ein 1-0, 2-0. Finde die Quote auch schon wieder für einen Reihensieg relativ heiß. Ja, mega. Also viel besser sogar noch als Sevilla, weil denen kannst du irgendwie dann doch nicht so trauen. Aber Chelsea, bei denen mache ich mir da keine Sorgen. Das war wirklich ein klarer Sieg im Hinspiel mit 3:0 gegen Rennes, aber allerdings auch 2 Elfmeter. Ich hatte es, glaube ich, in der Prognose auch gesagt, dass ich mindestens von einem Elfmeter ausgehe, bei dem Timo Werner zu Fall gebracht wird. War auch so und er hat auch zweimal getroffen. Und Kai Havertz soll wieder zurück sein nach seiner Corona-Infektion im Team. Wird jetzt mit seiner bisherigen Form Chelsea auch nicht krass nach vorne bringen, aber als Deutscher muss man ihn natürlich erwähnen. Also die Quote 1,63 auf Chelsea schon okay. Ich würde sogar so weit gehen und sagen Asian Handicap minus 1 auf Chelsea. Wenn sie mit einem Tor Vorsprung gewinnen, gibt es das Geld zurück. Bei 2 Toren Vorsprung auswärts, 2-0 Sieg, 3-1 Sieg und so weiter, wäre es eine 2,04er Quote. Kann man auch beides machen. Ich denke, muss jeder entscheiden. Aber diese beiden Favoritensiege haben eine faire Quote. Nicht wie unser allseits geliebter BVB, den man doch seit Jahren bei genau diesen Spielen gegen zweite und drittklassig europäische Teams zutraut, ein Unentschieden zu spielen, früh in Rückstand zu geraten und dann noch irgendwo ein 1:1 zu holen. Das ist so ein klassischer Spielverlauf. Aber Dortmund hat mit Ausnahme gegen FC Bayern, glaube ich, die letzten Wochen alles gewonnen, was sie hätten gewinnen müssen und haben dabei auch gut gespielt, jetzt auch in der Bundesliga wieder. Von daher, mit einem Sieg können sie eigentlich auch schon fest für die K.O.-Phase planen. Die 1:2:9 spiegelt ungefähr das Kräfteverhältnis wider. Asian Handicap auf Dortmund würde ich niemandem empfehlen. Ich hoffe aber trotzdem auf ein 4-0 oder so, glaub aber nicht richtig dran. Radek, findest du hier eine Wette? Nee, ebenso wie du alles schon korrekt erzählt hast,
sehe ich es genauso. Ich denke auch nicht, dass es ein hoher Dortmund-Sieg wird. Eher vielleicht ein 2-1 oder so, aber die Quote gibt nichts her und eine Wette auf Brügge, Gott bewahre. Brügge sehen und sterben gibt es ja einen guten Film, aber nicht gegen Brügge Fußball spielen und drauf wetten oder so. Genau, mit Colin Farrell lohnt sich. Gibt es auch gerade kostenlos bei Netflix. Also wenn man ein kostenpflichtiges streicht er wieder seinen Netflix-Scheck ein. Gut, dass er das noch untergebracht hat. Eine Netflix-Aktie. Auch ganz interessante Nebennotiz. Wir kennen uns ja jetzt schon über seit 30 Jahren. Aber es ist ein Novum, dass du in den letzten Wochen so oft sagst, ja, das hast du alles richtig zu dem Spiel gesagt. Gefällt mir diese Tendenz. Ja, du hast halt in den letzten Jahren auch vor allem viel von mir gelernt in Sachen Quoten und Wetten. Und von daher muss ich das natürlich auch anerkennen, wenn du mal was richtig sagst. Ja. Gut so gekontert, hätte ich es mir verkniffen. Dynamo Kiew gegen Barcelona, Radek. Willst du uns mal erzählen, was ist da los? Messi bleibt daheim, Koeman hat ihn nicht dabei. Gibt es deshalb einen hohen Sieg von Barcelona, weil es der Rest zeigen möchte? Oder hat Kiew Value, weil Messi nicht dabei ist? Das wird die Frage sein. Grundsätzlich, das Hinspiel hat ja Barcelona mehr schlecht als recht gewonnen gegen Kiew, nur 2-1. Und jetzt sind sie hier ohne Messi nach Kiew gereist und prompt ist die Quote in die Höhe geschossen, als ob die nur Messi hätten. Klar, der ist das Herz und an manchen Tagen läuft halt bei Barcelona nichts ohne ihn. Auf der anderen Seite, ja, du hast, glaube ich, auch mal echt wieder auch korrekt gesagt, meiner Meinung nach, denke ich auch, dass die anderen zeigen müssen, vor allem wenn Messi jetzt schon nächste Saison dann auch wirklich weggeht, dass sie es auch ohne ihn können. Und dafür haben sie ja eigentlich genug teure Spieler, die nur irgendwie in letzter Zeit halt keinen Bock hatten, unter Koeman zu spielen, kann ich auch verstehen. Und naja, trotzdem ist schwierig. Also die Quote 1,72 auf Barcelona muss man wetten, egal wer bei Barcelona auf dem Feld steht. Also da kann eigentlich gar nicht so viel fehlen, als dass diese 1,7er Quote gegen Dynamo Kiew kein Value hätte. Ja, für Gambler, die hohe Quoten wollen, würde ich hier sogar auf Barcelona minus 1 oder minus 1,5 gehen. Einfach, weil der Kader so eine Qualität hat. Und wenn du dich noch ans letztes Jahr erinnerst, Radek, da hat die B-Mannschaft gegen Inter Mailand, wo jeder gesagt hat, oh, Mailand ist haushoher Favorit, oh, die armen Dortmunder, die kommen jetzt nicht weiter, die sind noch nicht weitergekommen, weil sie es dann, beziehungsweise doch, sie haben es noch geschafft, aber ich glaube hier, dass wirklich Barcelona ein bisschen unterschätzt wird oder besser gesagt Kiew überschätzt, weil die Saison von Barca ist ja wirklich nicht gut und es gibt viel Stress, aber es ist immer noch Kiew am Ende des Tages. Ja, also dann minus 1,5 auf Barcelona bei einer 2,92. Dann machen wir das. Wenn du so schon mal so mutig bist, dann muss man das auch belohnen. Alle bitte mal kurz in die Hände klatschen. Geht raus auf euren Balkon und klatscht für diesen Mut. Chris Kastodien sind über Nacht Eier gewachsen. Respekt. Hat mich gleich angesteckt mitzuklatschen für mich selber. Es geht weiter mit Lazio Rom gegen St. Petersburg. Die andere Partie in der Dortmund-Gruppe. Dortmund, das ja gegen Lazio verloren hat. Trotzdem Tabellenerster, weil die Römer dann doch relativ viel Verletzungs- und Corona-Sorgen hatten. Unter anderem mit A-Jugendspielern auf der Bank in Brügge antraten. Jetzt gegen St. Petersburg sind sie Favorit. Ist ganz klar, mit der Quote von 1,7 ist das auch eine spannende Geschichte. Aber hier würde ich aufpassen und eher die Finger weglegen, denn ich traue St. Petersburg auf jeden Fall ein enges Spiel zu. Aber St. Petersburg hat jetzt auch nicht die Klasse, dass man sagt, die nehmen was mit. Also finde ich eine schwierige Partie, wo ich nicht so confident bin wie bei Chelsea oder Sevilla, dass man da die 1-7 auf den Favoriten einfach leicht mitnimmt. Ja, und vor allem hat jetzt, glaube ich, Milinkovic-Savic von Lazio auch noch die Grippe, also die Corona-Grippe. Und der fehlt dann natürlich auch noch. Und die Quote 1,7 auf Lazio, das ist so 1,8 würde man vielleicht noch eher nehmen, aber ist auch nicht. Es ist hier Lazio Rom, das ist keine Übermannschaft. Die
waren zwar gegen Dortmund gut, aber wie die da gewonnen haben, das wissen sie wahrscheinlich selber nicht. In der Serie A trifft halt Immobile gegen Teams wie Crotone, aber das ist halt auch was anderes. Und dafür ist Zenit doch noch international gut genug, dass sie es hier vielleicht spannend gestalten. Auf der anderen Seite, klar, wenn Lazio die abschießt, jetzt in Bestbesetzung wieder, ja, sagen alle im Nachhinein, ja, aber die Siehste sind doch besser, aber die Wette mit 1,7 ist halt einfach eine schlechte Quote, egal wie es im Endeffekt ausgeht, das weißt du nicht. Und du hast die anderen übersprungen, war das Absicht, dass du Juve gegen Ferencvaros für so ein lächerliches Spiel hältst, dass du gar nicht drüber reden willst, oder... Gehen wir einfach weiter zu Manchester gegen Başakşehir hier. Heute gibt es 7 Spiele zum Preis von 8. Wir lassen Juve einfach mal unkommentiert weg. Wenn ihr die Quoten euch anschauen wollt, macht das auf Otspedia. Und dann werdet ihr selber sagen, ja, hätte ich mir sparen können, die Quoten anzuschauen. Und gibt es nichts, einfach zu wetten, weiter. Manchester, Başakşehir hier ist aber interessant. Dazu rede ich gleich mal weiter, wenn ich so im Flow bin. Denn Manchester hat ja dieses Spiel überraschenderweise in der Türkei verloren. Und ja, jetzt bekommen sie aber im Heimspiel eine 1,3er-Quote. War dieses Spiel in der Türkei so eine krasse Ausnahme? Wahrscheinlich. Deswegen diese Quote. Wenn man aber sagt... Die Türken haben gute Ansätze. Die können auch im Old Trafford schwächelnde Manchester-Spieler doch ein bisschen ärgern. Müsste man vielleicht hier Başakşehir hier plus 1,5, dass sie nur mit einem Torunterschied verlieren. Aber ehrlich gesagt, ja, ist mir das aufgrund dieser doch grundsätzlich nicht allzu stark einzuschätzenden Türken nicht Wert drauf zu setzen. Auf der anderen Seite sollte man hier vielleicht auf einen höheren Manchester-Sieg gehen. Die haben beim Heimspiel Leipzig ja sowas von abgeledert. Also in der Gruppe ist ja wirklich ein Tag so, alles möglich. Aber auch da gibt es nicht wirklich attraktive Quoten darauf, dass wenn die Quote hier um 2 wäre, bei minus 1,5 könnte man sich's überlegen. Bei 1,78 ist es mir zu niedrig. So sieht's aus. Eine Frechheit, die Asian Handicap-Quote minus 1, eine Quote von 1,35 versus 1,3 für den leichten Sieg. Paris gegen Leipzig ist das andere Duell. Diese Gruppe war ja vor Champions League-Start schon eine der besten und auch die Tabellensituation zeigt noch gar nichts. Denn jeder kann noch tatsächlich jeder in die K.O.-Phase kommen. Man U hat natürlich jetzt die beste Ausgangsposition, aber auch Paris ist trotz 2 Niederlagen mit einem Sieg wieder im Geschehen dabei. Aber sind sie fit genug? Ist das Team gut genug? Und Leipzig hat das Hinspiel gewonnen, trotz Rückstand und Elfmeter. Das heißt, die werden Selbstbewusstsein haben. Unentschieden traue ich ihnen zu. Genauso sehe ich aber auch ein 2-0 von Paris, deshalb keine Wette von mir, außer du findest hier was. Grundsätzlich muss ja Paris dieses Spiel gewinnen, mehr oder weniger, weil sonst ist der Abstand zu Leipzig zumindest schon mal 6 Punkte und den holen sie nicht mehr auf. Und gegen dass Manchester gegen Başakşehir gewinnt, das könnte man eben dann auch für relativ wahrscheinlich halten und dann scheidet der Vorjahrsfinalist aus der Champions League schon in der Vorrunde aus. Das wäre natürlich ein Super-GAU für die Pariser. Und deswegen, ja, Tuchel unter Druck. Er braucht hier einen Sieg. Wenn er aus der Champions League ausscheidet in der Vorrunde, dann kostet ihn das seinen Job bei Paris höchstwahrscheinlich. Jetzt ist es personell so, dass Neymar und Mbappé wieder dabei sein sollen, aber von der Form her nicht bei 100% sein können. Und selbst wenn sie sind, ist Leipzig jetzt ja nicht zu unterschätzen, wie wir gesehen haben. Dennoch haben sie ja in Manchester ein ganz anderes Gesicht gezeigt und die Leistung gegen Frankfurt, die war jetzt am Wochenende auch nicht der Burner von Leipzig, sodass man hier gerade sehr hin und her gerissen ist, meiner Meinung nach. Kann in beide Richtungen passieren. Ich schätze, Paris wird das knapp gewinnen.
Dafür ist die Quote aber auch ein bisschen, also sehr, sehr ein bisschen zu niedrig. Und alles andere auf ein Unentschieden zu setzen, macht wenig Sinn, meiner Meinung nach. Und Leipzig plus 1 macht auch keinen Sinn, wenn man eh davon ausgeht, dass die anderen gewinnen, dann kriegst du bestenfalls halt irgendwie dein Geld zurück. Also hier Tendenz zu Paris, aber no bet wegen mangelnder Quote oder mangelndem Value. Und dann war das schon der Dienstag. Wir freuen uns trotzdem drauf und haben dann natürlich auch noch morgen andere Hochkaräter in der Champions League Teil 2. Mit Bayern München. Schauen wir mal, wer sonst noch so aufläuft. Euch einen schönen Abend und viel Spaß beim Champions League Dienstag.